Sehr geehrte Damen und Herren, heute treffen sich in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder. Auf dem Tisch liegen Vorschläge für eine Reform der Währungsunion und der gesamten Europäischen Union. Einige davon, wie die Umwandlung des Rettungsfonds ESM in einen europäischen Währungsfonds, wurden in den Medien und auch in unseren Publikationen ausgiebig diskutiert. Andere blieben bisher weitgehend unbeachtet. So drängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch auf soziale Mindeststandards, um den Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union zu verringern. Entscheidung wird es bei dem Gipfel heute wohl keine geben. Aber in den kommenden Jahren stehen wichtige Weichenstellungen für die Währungsunion und die gesamte EU an. Dabei sind keine revolutionären Umbrüche zu erwarten, da viele Länder diesen Vorschlägen eher skeptisch gegenüberstehen. Da aber die großen Mitgliedsländer diese Vorschläge eher befürworten, dürfte es in Zukunft mehr Umverteilung zwischen den Euro-Ländern und eine Angleichung der Sozialstandards geben. Wir bezweifeln aber, dass dies die Währungsunion und die EU wirklich stabilisieren wird, wie immer wieder behauptet wird. Denn eine Zentralisierung der Finanzpolitik und mehr Transfers stärken die Establishment-Gegner sowohl im Süden als auch im Norden der Währungsunion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.